Hi, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. So Leute, es gibt wieder einen Skandal, aber diesmal nicht aus der K-Pop-Welt, sondern aus der K-Drama-Welt. Ihr habt es wahrscheinlich alle schon im Titel gelesen, um wen es heute geht. Und zwar geht es um die Schauspielerin Seo Jae-ji. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich aus dem K-Drama It's Okay to Not Be Okay. Ebenfalls geht es auch um den Schauspieler Kim Jung-hyun von Crash Landing on You. Und was das Drama jetzt an der ganzen Geschichte ist, das erkläre ich euch jetzt. Ich habe wirklich keinen einzigen Beitrag auf YouTube oder in den News auf Deutsch gesehen. Deswegen dachte ich mir so, okay, mach ein kurzes Update für deine Community. Und hier ist es. So, aber fangen wir erstmal von vorne an. Die tatsächlichen Geschehnisse waren schon ein bisschen länger her, und zwar zurück im Jahr 2018. Das Ganze wurde aber jetzt erst ans Licht geholt. Es wurden nämlich Chatverläufe von den beiden Schauspielern geleakt, die beweisen sollen, dass die beiden 2018 eine Beziehung hatten. Zu der Zeit hatte Kim Jung-hyun Dreharbeiten für den K-Drama Time. Einige von euch fragen sich jetzt bestimmt, okay, was ist daran jetzt der Skandal? Der Skandal dahinter ist nämlich nicht, dass die beiden sich gedatet haben damals und es jetzt erst ans Licht kam. Nein, der Skandal in der ganzen Sache ist, dass Seo Jae-ji ein Kontrollfreak war. Sie hatte ihn nämlich verboten, Körperkontakt mit anderen Frauen zu haben, das heißt auch mit der Darstellerin. Und das ist bei einem romantischen K-Drama echt fast unmöglich. Daraufhin ging er den weiblichen Mitarbeitern auf den Weg und grüßte sie nicht einmal. Am Ende jedes Tages musste er ihr alle Handlungen, die am Set passiert waren, einmal schildern. So, jetzt kommt aber das Krasseste. Sie wollte, dass er den ganzen Skript, beziehungsweise der Regisseur sollte den ganzen Skript ihrer Meinung nach verändern, wo romantische Szenen oder wo Szenen drin zu sehen sind, wo die sich berühren, also der Darsteller und er, sich berühren, zu streichen. Und das bei einem K-Drama, Leute. Das erschwerte natürlich allen die Arbeit am Set, das könnt ihr euch natürlich vorstellen, aber einer Person ganz besonders, und zwar war das die Schauspielerin, die damals mit ihm in Time mitgespielt hat als Darstellerin, Soo-hyun. Sie hat unter seinem Verhalten sehr stark gelitten und hat auch immer geweint. Es gibt auch ein Video, wo man sein Verhalten sehr gut sehen kann, das blende ich euch jetzt kurz ein. Als ich das Video gesehen habe, sie tat mir einfach so unfassbar leid. Vor allem, sie ist trotzdem mega professionell geblieben und hat gelächelt. Ey, ohne Witz, ich glaube an der Stelle, ich wäre einfach, ich wüsste nicht, ich glaube, ich würde heulen. Keine Ahnung, das wäre mir auch übelst unangenehm. Aber sie hat es wirklich professionell gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie im Inneren wirklich sehr traurig war. Darauf entschuldigte er sich mit einem handgeschriebenen Brief für sein Verhalten in der Vergangenheit und postete alles auf Social Media. Er sagte ebenfalls, dass er mentalisch sehr drunter gelitten hat und auch mit Depressionen zu kämpfen hatte. Viele sagen daraufhin, dass Seo Jae-ji ihren wahren Charakter im K-Drama It's Okay to Not Be Okay gezeigt hatte. Der K-Drama heißt übrigens im Originalen Psycho But It's Okay. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Nach diesem Skandal kamen noch weitere negative Sachen ans Licht. Unter anderem soll sie angeblich in ihrer Schulzeit eine Mitschülerin gemobbt haben. Ich sage immer angeblich, weil das alles nur Gerüchte sind und momentan noch nicht bestätigt wurden. Gerüchten zufolge soll sie auch Mitarbeitern sehr schlecht behandelt haben. Sie sollte unter anderem auch Zigarettenrauch in deren Gesicht gepustet haben und auch denen verboten haben zu essen, wenn sie nicht gegessen hatte. Sie hat auch immer die Handys von den Mitarbeitern kontrolliert, um zu gucken, ob irgendeiner von denen ihr schlechtes Verhalten, ihr schlechtes Benehmen, ihr freches Benehmen aufgenommen hat. Angeblich wollte sie auch Männer kontrollieren, beispielsweise, das ist auch ein Gerücht, aber es kam raus, dass sie zum Beispiel einen Mann angerufen hat am Telefon und die telefoniert haben und dann am Ende des Gesprächs Feuer geschrien hat und dann aufgelegt hat und ein normaler Mensch wird dahin rennen, weil er denkt, okay, sie ist in Schwierigkeiten, aber im Endeffekt hat sie das nur gemacht, um ihn zu kontrollieren. Also wenn das wirklich stimmt, dann finde ich es echt psycho, Leute.
Wegen den ganzen Vorwürfen steht jetzt auch ihre Karriere auf dem Spiel. Sie verliert sämtliche Werbedeals und auch der neue K-Drama Island, was eigentlich dieses Jahr im Sommer gedreht werden würde, musste neu besetzt werden, die Hauptrolle, da sie nicht mehr in Frage kommt. Viele Fans können diese Werbeagentur nicht verstehen, weil sie der Meinung sind, dass jeder mal Fehler macht. Einerseits kann ich wirklich verstehen, was die Fans denken, jeder macht Fehler, aber andererseits kann ich auch diese Werbeagenturen sehr gut verstehen, beziehungsweise auch diese K-Drama-Industrie, weil gerade der Skandal ja groß ist und Korea ist sowieso noch einmal anders als jetzt zum Beispiel Deutschland. Aber wenn jetzt zum Beispiel so ein Skandal um Korea geht und dann ein, sagen wir, irgendeine Wasserfirma oder so, macht eine Kooperation mit ihr und dann wird das vielleicht diese Wasserfirma in ein schlechtes Licht setzen. Aber angeblich soll Seo Jae-ji nicht die einzige sein, die schuldig war, sondern Kim Jong-hyun hatte mit der ganzen Sache angefangen und er hatte ihr angeblich erst alles verboten, Kontakt mit Männern zu haben und daraufhin hatte sie dasselbe gefordert von ihm. So, jetzt gebe ich mein kurzes Statement ab. Also, ich denke, wenn das Ganze wirklich stimmen sollte, was die Medien wirklich sagen, weil vieles davon sind ja nur Gerüchte, dann könnte sie vielleicht an Verlustangst leiden, weil es zeigt ein paar Symptome, die so eine Verlustangst auch zeigt, zum Beispiel mit der übertriebensten Eifersucht oder dem Kontrollzwang. Und wenn sie wirklich darunter leiden sollte, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, es könnte sein, aber es kann auch nicht sein, es kann auch was anderes sein, dann muss ich wirklich sagen, dass sie wirklich nicht viel dafür kann, weil das einfach der Charakter von einem ist und das auch durch die Kindheit sehr geprägt wurde. Abgesehen von diesem Skandal ist sie für mich eine sehr gute Schauspielerin und jetzt nur nicht auf den Skandal bezogen, sondern jetzt nur was das Künstlerische angeht. Und ich hoffe, dass sie auch bald wieder in K-Drama zu sehen sein wird, wenn der Skandal sich einigermaßen beruhigt hat in nächster Zeit. Was jetzt die Beziehung selbst angeht, also ich finde, Beziehungen zwischen zwei Menschen soll auch nur unter dem bleiben. Also was hinter verschlossenen Türen passiert, ist mir eigentlich egal und das sollte uns allen egal sein, weil es ist ihr Privatleben. Ich meine, er hätte auch Schluss machen können, wenn es wirklich so schlimm war, wie er gesagt hat, dass er Depressionen bekommen hat, metallisch richtig drunter gelitten hat und die Rolle neu umschreiben muss und keinen Körperkontakt hatte. Niemand hat ihn gezwungen, mit ihr zusammen zu bleiben. Also wie gesagt, aber das ist ja seine Sache und ihre Sache. Aber was ich nicht okay finde, ist die Tatsache, dass unschuldige Menschen, zum Beispiel die Mitarbeiter oder auch die Schauspielerin, die mit ihm geschauspielt hat, im Time darunter gelitten hat, obwohl sie nichts dafür können. Was meint ihr denn zu der ganzen Geschichte? Schreibt es mir einmal unter die Kommentare. Ich wollte euch nur ein kleines Update geben. Es war aber, glaube ich, jetzt ein bisschen längeres Video, als ich gedacht habe. Auf jeden Fall, das war es auch schon mit meinem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und subscribe. Nicht vergessen, macht die Glocke an, um nichts zu verpassen, um weitere K-Pop-News von mir zu erhalten. Und folgt mir gerne auf Instagram, ebenfalls nicht zu verpassen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.